Hier heißt noch Man Blue. Das wird erfordert Konzentration. Na komm, komm, spiel Lati. Liebe Zuschauer, muss man das einfach auch als Kommentator loswerden. Die Bedingungen sind einzigartig hier in diesem Stadion. Der Rasen, tipptopp, selten so ein grünes Geläuf gesehen. Für die Hochburg in den Himmel keine einzige Wolke. Das soll auch so bleiben im Verlauf dieser Partie. So hat es die Wetterprognose auch vorhergesagt. Dann hoffen wir auch mal, dass die Ecke auch so stimmt von den jeweiligen Kollegen. Die Kulisse atemberaubend, Stimmung ist exzellent und gleich werden wir zu den Aufstellungen kommen. Ein beeindruckendes Umfeld, wie gemacht die Spiele wie dieses. Für alle, die erst später dazugestoßen sind, der Ball, der rollt schon. Auf ein Wort, Hansi, wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so. Mario, sehr schön. Da drückt er sich rein irgendwie. Nimm Coutinho. Die Bälle zu kriegen ist nicht einfach. So, ist auf jeden Fall jetzt schon viel spannender. Bernardino mit dem guten Ball da auf den Flügel. Nee, Moment, es gibt Ecke. Kurze Ecke. Silva. Ball ist über der Seitenauslinie. Sterling gewinnt den Ball für sein Team zurück. Versucht es mit dem langen Schlag. Kyle Walker hat gut aufgetaucht. So ein Scheißpass. Den muss er machen. Da ist die schon Tor. Ja! Haha!
sehr schön. Oh, das ist ein Krampf hinten, Alter. Das ist ein Krampf da hinten, Alter, in der Abwehr. Sehr schön! 2-0! Ja! Konzentriert bleiben. Coutinho! Die Brasil-Connection haut zu. Ich merke, ich bin ziemlich ruhig, weil ich mich echt konzentrieren muss, ey. Also, sorry. Nochmal abgebremst, Mist, nicht genug, nicht richtig. War zwar Abteiler, der hat mich doch klar gefault. Der hat mich doch klar gefault. Lass mal 2-0 in die Halbzeit gebracht. Sehr schön. Was abseits? Oh ne, ein Foul. Ah, ein Foul. Lol. Das war, da war tatsächlich einer, den habe ich komplett übersehen gerade. Ah, scheiße. Sehr schön. Ab ins Aus damit. Oh, De Bruyne kommt. Ich bin mal kurz. Böses Foul. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist eine gelbe Karte. Er muss jetzt wirklich echt vorsichtig sein, sonst sitzt er schon relativ frühzeitig wieder im Mannschaftsbus. Den Fehler haben sie vorher gemacht. Er war auf dem allerbesten Weg zum Tor und sie konnten ihn nicht.
Wir nehmen Coutinho. Scheiße. Silva. Es geht über die rechte Seite. Sucht seine Mitspieler. Die Tessa Anna nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Ja, scheiße, das war... Schauen wir mal, wie es aussieht. Sieht noch ganz gut aus. Aber wir nehmen Beckham mal rein. Der ist einfach ein bisschen fitter. Da noch, was die Form angeht. Silva. Da kann er sich lösen. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Sucht die Lücke. So, schönen Einwurf. Können wir mal gucken. An der Seitenlinie tut sich was. Sieht so aus, als gäbe es einen Wechsel. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Beckham, ja gut, du hast nur einen rechten Fuß. Du hast nur einen rechten Fuß. Ins Tor, der war zu lange zurück. Scheiße! Mitspieler. Er könnte zum Tor ziehen. Spiel geht weiter mit Einwurf.
Steht immer noch 2-0, oder? Ja. Mann, das kannst du besser. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch, nur der Abschluss, der stimmt nicht. So, Griezmann kommt erstmal raus, dafür kommst du. Sie bringen jetzt ihren letzten Einwechsel. Sehr schön. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause, der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Den hat er ganz genau geschnuppert. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Sané spielt den Ball nach rechts. Versucht die Gasse zu finden. Und wieder zurück. Er trifft die Gasse. Ja, das war ja klar. Unnötiges Gegentor am Ende. Ja, gucken wir uns hier dann. Sehr schön. Hui. Gab ein paar Level-Ups. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, aber das ist das, was ich hier auch irgendwie merkwürdig finde. Du kriegst halt immer nur einen Punkt dazu. Bumm. Ich weiß nicht, ob der nach irgendeinem Prinzip gemacht wird, so oder so. Hm. So. Elite Challenge. Wettbewerb absolviert. Sehr schön. Griezmann ist weg. Okay. Warum wird das einem nicht vorher gesagt? Na egal. Erstmal egal. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden, einen Vertrag. Das ist irgendwie, irgendwie ist das doof. Spielerdetails. Was kann ich da jetzt machen? Wie verlängere ich Verträge? Wo sehe ich die überhaupt? Das muss ich nicht verstehen. Na, egal. Ich sage einmal so, vielen Dank fürs Zuschauen. Sobald der Patch raus ist, auf den ich warte, für PS 2019 mit den Bundesliga, wird es losgehen mit der Trainerkarriere. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.